So Leute, da sind wir beim nächsten Video und ich habe nochmal das Standard Challenger Deck Rakdos Vampire. Ich habe dieses Deck damals euch nicht gezeigt, das heißt damals, ist ja noch nicht so lange her, aber es gibt ja mittlerweile weitere Challenger Decks und so weiter und so fort. Oder es kommen demnächst Challenger Decks, so ist glaube ich richtig, oder? Oder sind sie schon? Ich weiß es nicht, Produkte sind mittlerweile echt krass drauf unterwegs. Und ja, dieses rote, schwarze Challenger Deck, ich mochte es nicht. Und angeblich ist Blut ja richtig gut angekommen, ich finde es kacke. Und die anderen waren cool, die habe ich mir ja geholt. Das Weiße habe ich ja von Nisi bekommen fürs 1000 Abonnenten-Special. Dann hatte ich das Rot-Grüne noch rumliegen und ich hatte das andere noch rumliegen. Und dann habe ich gedacht, ja, dann machst du halt auf. Dann machst du halt auf. Das hier wollte ich nicht kaufen. Das war damals richtig teuer. Und es war nicht gut. Also teuer. Es war immer noch das günstigste von damals, aber es war damals einfach zu teuer. Jetzt habe ich aber eine Karte, die hier zweimal drin ist. Die ich gerne zweimal hätte. Pay the Blood Tithe. Ist das sowas wie Mana Tithe? Oder Smothering Tithe? Ja, eine Karte, die ich hier gerne zweimal drin hätte, die so teuer ist wie das ganze Deck, wenn ich sie zweimal bestelle. Jetzt habe ich nur ein bisschen Versand mehr bezahlt, damit ich das Video für euch produzieren kann und da mal reinschauen kann. Und ja, für diese Mehrkosten mache ich das für euch. Gar kein Problem. Dafür könnt ihr ja dem Video einen Daumen nach oben da lassen. Dankeschön! auch wenn das eine Sache ist, diese Videos gucken halt ganz, ganz wenige Leute, weil die kennen alle schon. Ich möchte euch aber meine Gedanken dazu mit beigeben und ich hoffe, das habe ich bei den anderen Decks auch geschafft, euch Gedanken zum Deck zu geben, zu Karten zu geben, Ideen zu Karten zu geben und meinen View auf das Produkt euch zu geben. Und ich glaube, Leute wollen das. Und ich glaube, Leute finden das cool. Und ich hoffe, Leute finden das cool. Und dementsprechend mache ich das mal für euch auf. Starten wir mit dem Mainboard. Oder mit dem Sideboard? Ich habe das Sideboard aufgemacht. Starten wir mit dem Sideboard. Wir haben zwei Duras. Nee, ein Duras. Ein Falkenruff Vorbeer. Wie immer, ich gehe hier so ein bisschen durch. Über die Rares spreche ich. Über die Uncoms und Coms eher weniger. Aber was ich auf jeden Fall mache, ist, wenn ich irgendeine Cam oder Uncom habe, wie zum Beispiel Duras, ein Legacy Staple im Storm, dann werde ich euch das natürlich erzählen. 3-3-1 fliegen kann nicht geblockt werden. Wenn der mit einer Schaden zu viel kriegen wir einen Blood Token. Ein Mana, wir opfern zwei Blood Token, kriegen der aus dem Friedhof ein Spiel zurück. Der kommt ja immer wieder rein. Noch mal zwei Stück im Sideboard, drei Stück im Sideboard, drei Stück im Sideboard. Das ist das andere Duras. Hä? Okay. Duras. Ist ganz cool, wahrscheinlich gegen sowas wie Kontrolle, weil er immer wieder kommt. Und Blood Token liegen halt eher andauernd rum. Abrade ist ja auch drin. Krass. Das haben sie auch überall reingeworfen, wo. Das war mal tatsächlich fast eine Euro-Karte. Ja. Das ist krass. Zwei, vier Stück. Ach du Scheiße. Krass. Kalos Bloodmage. 3-2-1. Wenn er ins Spiel wegkommt, suchen wir uns 1 aus. Entweder kriegen wir ein 1-1 schwarz-grün Pest-Token, denn wenn er stirbt, wir ein Leben kriegen. Wir ziehen eine Karte für den Leben. Oder wir exilen einen spielerischen Graveyard. Das ist wahrscheinlich für den Graveyard hält hier drin. Und so viele Rares im Sideboard. Was ist das denn? Was? Anje, Maid of Dishonor. 4-4-5. Wenn er ins Spielfeld kommt und oder ein anderer Vampir ins Spielfeld kommt, kriegen wir ein Blood-Token. Können wir aber nur einmal pro Runde aktivieren. Für 2 Mana können wir eine andere Kreatur und Blood Token opfern. Jeder Gegner verliert 2 Leben, wir kriegen 2 Leben. Okay, was macht die im Sideboard? Final Gasp ist ein guter Removal. Dann haben wir hier so Blood Token, ein Pest Token, einen Goblin Token, ein 1-1 Construct, ein 1-1 Construct, ein 3-1 Construct mit Eile. Was macht denn ein 3-1 Construct mit Eile? Vor allem, das muss ja dann aus. Okay, das sehen wir ja gleich. Dann haben wir 2 Dinge aus hier und Crimson Vow. Okay, Crimson Vow und Zendikar. Das heißt, wir haben Zendikar und Crimson Vow Karten drin. Die Flipkarten sind. Das ist viel. Damit habe ich jetzt gerade nicht gerechnet. Ich habe die Deckliste auch gar nicht mehr im Kopf. Wir haben da im Podcast, Radio Ravnica, einen Podcast, den ich übrigens mache, drüber geredet. Aber ja, irgendwie, keine Ahnung, habe ich den nicht mehr am Schirm. Wir haben Voldaren Bloodcaster. 2-2-1 fliegend. Wenn die oder ein anderer Non-Token-Kreaturen stirbt, kriegen wir einen Blood-Token. Und immer wenn Blood Token kreieren und wir 5 Stück haben, dann transformieren wir die. Und wenn wir die transformiert haben, dann ist die ein 3-3 und zu Beginn des Combats wird ein Blood Token zu einem 1-1 fliegenden mit Eile Fledermaus. Fledermäuse, ich liebe Fledermäuse. Okay, dann haben wir eine Mythic Rare. Henrika Dominati. 4-1-3 fliegend zu Beginn des Combats suchen wir uns 1 aus. Jeder Gegner opfert eine Kreatur. Wir ziehen eine Karte, verlieren Leben oder wir transformieren die. Uff, okay, das klingt gut.
Dann ist die ein 3-4er Fliegen, Death Touch, Lifelink. Für 3 Mana kriegen Kreaturen, die wir kontrollieren, Fliegen, Death Touch, Lifelink und +1/+1. Und oder Lifelink und +1/+1. What? Die ist mächtig. Wow, what? Die ist richtig gut. Warum kannte ich die nicht? Also weil es Crimson war, aber... Okay, ich dachte gerade, haben wir davon mehr. Krass. Dann haben wir Blightspat Pathway. Davon haben wir keine Karten drin. Wir haben Zendikar drin und nicht Kaltheim. Das ist das schwarz-rote Pathway. Davon haben wir 2 Stück sogar drin. Krass. Ja, und dann haben wir so ein paar Vampire, die halt irgendwie ins Stuff machen. Sind die... Seht ihr das? Hier oben. Ich hoffe, dass meine Kamera fängt das ein. Wenn ich da jetzt einen Upgrade daneben halte. Seht ihr das, dass da oben ein weißer Rand ist? Was ist das denn? Ist da die Farbe ausgegangen oder was? Oder ist die Karte... Die Karte ist zu tief, die ist nach unten verschoben. Aber im Rahmen. Okay, die Version... Was? Warum ist denn nur einer von denen in der Version? Hä? Also das Ding verwirrt mich gerade. Erstens ist es ein Misprint. Das passiert bei denen tatsächlich regelmäßig, bei diesen Decks. Es ist wirklich oft so, dass hier Misprints drin sind. Gerade diese Sachen sind nichts wert, weil es so oft ist. Aber what? Warum haben sie nicht alle 4 darin geknallt? Es wird doch viel cooler. Dann haben wir einen... Oh, das ist eine Rare. Den kenne ich gar nicht. Mutako Soul Ripper. 2x4/3. Wenn er angreift, kann man eine andere Artefakt oder Kreatur opfern. Und der kriegt eine +1/+1 Marke und Menace mit Q2. Okay, mit Artefakten können wir Bluttoken opfern. Das ist nicht schlecht. Da haben wir 2 Stück drin, das ist cool. Auch der ist nach unten verschoben. Sokenzahn Smelter. Okay. Der Anvil. Anvil ist cool. Mit Anvil haben wir mal im CCP gespielt. CCCP, also im Community Connect Raider Pokal. Von Ultimate Guard. Robin und ich. Das war cool. Dann haben wir Florian Voldarenskion. 3x3/3 Erstschlag. Zu Beginn der Post-Combat Main Step gucken wir uns über sind X-Karten des Decks an, wobei X die Anzahl an Leben ist, die der Gegner verloren hat. Also generell alle Gegner. Und wir exilen eine davon, legen den Rest unter das Deck und wir können diese Runde spielen. Das ist ganz cool. Das ist wirklich eine gute Karte. Dann haben wir Dominating Vampire 3x3/3. Wenn er ins Spielfeld kommt, nehmen wir die Kontrolle über eine Kreatur mit Mana Value less, also weniger als die Vampire, die wir haben. Das ist eigentlich eine ganz gute Karte, wurde auch nicht gespielt. Immer Sturm Predator, den haben wir auch im CCCP gespielt. 4x3/3, nee, haben wir nicht. Der war rare und wir dürfen keine rare spielen. 4x3/3 fliegend, wenn der getappt wird, exilieren wir die oberste Karte aus dem Deck, aus unserem Friedhof und legen die +1/+1 Marke auf den. Wir können andere Kreatur opfern, um denen Unzerstörbarkeit zu geben. Krass. Ist stark. 4 Stück, was? Okay. Not bad. Funnel Gasp. Das ist schon wieder hier oben so seltsam. Wir können ein Artefakt oder opfern für 4 Schaden. Wenn das zusätzliche Kosten gemacht wird, macht der 4 Schaden. Okay. Das ist gar nicht mal so schlecht mit You May Sacrifice ein Artefakt. Die Karte muss ich mir mal aufbewahren. Ich habe, glaube ich, ein Deck, in dem ich die spielen möchte. Blitz Rides, Voldaren Estate. Okay, tappen für ein farbloses, tappen einen Mana bezahlen, Mana beliebiger Farbe für Vampire, wird im Schwarz-Weiß Vampire in Pioneer gespielt. Habe ich gelernt. 5 Mana tappen, wir kriegen einen Blut Token, kostet 1 Mana weniger für jeden Vampir, den wir haben. Auch sehr stark. 3 Stück. Und hier ist die Den of the Bugbear. Und die ist natürlich genauso am Arsch wie die anderen Karten auch. Was ist das denn? Dafür habe ich das extra geholt, dieses Deck. Bin ein bisschen pissed. Wenn wir 2 oder weniger Länder haben, kommt die Untappt ins Spiel. Tappt für ein rotes, 4 Mana, die wir zum 3-2er Goblin, der immer, wenn er angreift, einen 1-1 roten Goblin getappt angreift, ins Spiel bringt. Ja. Dann haben wir, die sieht so fainted aus, die sieht so fake aus, die Blood for Cleaves. Krass. Krass, die sieht so fake aus. Oh, Swamps in Dunkel. Oh, Mountains in Dunkel. Cool. Ich mag die nicht, weil man die nicht auf Kamera sieht, richtig. Den Unterschied davon, da könnt ihr auf der Kamera halt fast nicht erzählen. Ja, das mit dem Misprint ist echt krass. Wenn ihr mehr zu diesen Misprints wissen wollt, es gibt ein Video von Dr. Alzheimer, der sich damit ganz hart auseinandergesetzt hat, wie man sowas zurückschicken kann, wie man da was Anständiges wieder bekommt, weil der Unterschied ist schon krass. Also der Farbunterschied ist der Wahnsinn. Und auch der hier oben, dieses Weiße, ist nicht normal, dass das hier oben so weiß ist. Dementsprechend, ja. Wenn euch das interessiert, wie ihr sowas zurückgeben könntet, nicht, dass ich tun würde, dann sagt mal bitte beim guten Dr. Alzheimer beim Video, dass ich euch ihn geschickt habe. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, aber ich seht. Ciao, ciao.